Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Stream um 9.03 Uhr. Das ist einfach keine gute Zeit tatsächlich, um den Stream anzuschmeißen, aber manchmal geht es nicht anders. Aber es ist trotzdem eine gute Zeit, um nette Menschen zu treffen, wie zum Beispiel euch. Also Chat, seid ihr da? Ich hoffe es doch. Ich weiß noch nicht, wer am Start ist, aber wir haben hier auf jeden Fall ein paar Leute, die zugucken. Und vor allen Dingen habe ich hier sehr nette Menschen zu Gast im Talk-Eck. Und zwar zum einen ist dort da die Wilma. Hallo Wilma, grüß dich. Tagchen. Tagchen Wilma. Dann haben wir Julia. Hallo, hören wir dich auch? Hi. Ja. Alles klar. Und Evil Jared. Hallo Jared. Wie geht's, alter Kumpel? Ja, mir geht's super. Wie geht's dir? Normalerweise, ich kenne nur eine 9 Uhr pro Tag. Und das ist nicht das. Ja, ich weiß. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber wir machen das aus einem guten Grund, denn zum einen sind wir alle irgendwie berufstätig und haben Dinge zu tun und wir wollen aber auch über gute oder über wichtige Dinge berichten und die wichtigen Dinge, die uns jetzt verbinden, sind nicht, also uns verbindet natürlich Quatsch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch wichtige Themen und wir waren ja, für alle, die es nicht wissen, schon ein bisschen tätig für Wilma und Wilmas Organisation, nämlich das Ukraine Border Collective. Und ja, Wilma, ich würde sagen, für alle Leute, die gar nicht wissen, was abgeht, vielleicht kannst du noch einmal kurz, ja, das hast du wahrscheinlich tausendmal schon gemacht, aber es gehört jetzt leider dazu, einmal kurz zusammenfassen, was das überhaupt bedeutet. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wir fahren seit Anfang März, haben wir sie erst an die Grenze gefahren, an die Grenze zur Ukraine, arbeiten mit der Kiewer Universitätsklinik zusammen. Das heißt, wir erfahren von denen immer ganz genau, was an Medikamenten, was an Lebensmitteln etc. gebraucht wird. Oder auch zum Beispiel mal einen Krankenwagen, den wir auch gespendet haben, den ihr 2 Jahre da hochgefahren habt. Und nachdem inzwischen alles ein bisschen schwieriger geworden ist, aufgrund von Transportwegen etc., fahren wir die Sachen inzwischen selber in die Ukraine, vorwiegend nach Kiew, wo sie dann entsprechend verteilt werden. Also wir machen uns dann von Kiew auf den Weg, wo die Sachen hin müssen. Mega, mega krass auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein paar Updates gesehen, beziehungsweise wir haben ja auch ein Video zusammen veröffentlicht noch mit der Story von dem Transport des Krankenwagens, aber auch mit deiner Geschichte oder mit eurer Geschichte eigentlich, wie es dann weiterging mit dem Stuff und mit dem Zeug. Und ich glaube, in der Zwischenzeit bist du schon ganz oft wieder da gewesen, oder? Mindestens 2-3 Mal. Ja. Also wirklich. Ja. Und quasi von euren Spenden, das war dann auch wirklich eine Riesenaktion. Wir sind da nach Moschun gefahren. Wir haben ganz, ganz viel, also wir haben noch in Polen, haben wir ganz, ganz viele Lebensmittel kaufen können und haben da, glaube ich, so um die 300 Leute versorgt mit Wasser und Lebensmitteln und zusätzlich noch mit Medikamenten. Wahnsinn. Also halt so Sachen wie zum Beispiel, woran halt man erstmal nicht denkt, die brauchen halt alle Augentropfen, weil überall die Asche in der Luft ist, die Augen alle entzündet sind, so Nasenspray, natürlich Schmerztabletten, die alten Menschen brauchen Herztropfen, genau solche Sachen. Und halt natürlich Babynahrung, Windeln, völlig klar. Also es reißt einfach nicht ab, dass dort Hilfe benötigt wird, sozusagen. Das ist auf jeden Fall schon mal der Grundtenor, ne? Ja, solange weiter zerstört wird, haben natürlich auch weitere Leute Not. So kann man es eigentlich, glaube ich, korrekt. Ja, und so kommt diese Runde tatsächlich hier wieder zusammen. Julia habt ihr vielleicht auch schon mal hier im Stream gesehen. Julia war schon mal vor 2 Jahren, aus einem sehr erfreulichen Grund dabei, wollte ich gerade sagen, nämlich, genau, Online-Bierpong. Und jetzt... Haben wir, glaube ich, schon alle hinter uns, wa? Ja, das ist unsere... Das ist der Part in unserem Leben, über den will ich gerne reden. Das ist der schwarze Fleck in unserem Leben, Wilma. Ja, das verbindet alle uns. Alle bei dir Bierpong spielen. Trinken im Internet, das ist die beste Idee. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist der Grund natürlich nicht so schön, aber Julia, du hast, glaube ich, ukrainische Wurzeln, ist das richtig? Also ich bin Ukrainerin und meine ganze Familie lebt dort. Die waren jetzt, als wir das erste Stream gemacht haben und Geld zusammen, die waren meine Schwester, meine Cousine und ein kleines Baby, haben bei mir gelebt 2 Monate lang. Und meine Familie kommt ursprünglich aus Lemberg. Daher ist das, sagen wir so, relativ Sicherheit und Sicherzone. Daher sind die einfach Anfang Mai zurück nach Hause gefahren. Also meine ganze Familie
lebt da. Also ich bin hier die Einzige. Okay, dementsprechend hast du natürlich noch einen ganz anderen Bezug dazu als ja, jetzt Leute, die das aus den Medien erfahren, wenn deine Familie da ist. Aber du willst jetzt auch ja, mit anpacken und schließt dich sozusagen auch Wilmas Crew an, dem Genau, Kollektiv. also als Jared mir im Mai geschrieben hat, da habe ich gesagt, wir wollen nach Kiew fahren. Und ich so, ja, mache ich mit. Hab keine Ahnung, ist egal, sag einfach nur wann. Und Ja, ich so. habe Und wir Leute sprechen Scheiße, aber Julia, sie hat gesagt, sie geht nach Kiew und jetzt geht sie. Ja, Hammer. Ey, das finde ich auch gut. Und jetzt habt ihr auch schon eine ganze Menge vorweggenommen. Das heißt, in den nächsten Tagen, Wochen, wann auch immer, also ihr seid auf jeden Fall unterwegs, sehr bald und werdet vor Ort sein in Kiew und genau das tun, was Wilma eben beschrieben hat, nämlich ja, den Menschen aktiv vor Ort helfen. Und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Aktion. Das finde ich richtig krass. Und ja, Wilma, kannst du irgendwie grob erzählen zumindest, was der Plan für diesen Trip sein wird, der dann irgendwann ansteht? So, also Leute, ich ganz kurz so fürs Zuschauen. Wir reden da so ein bisschen schwammig drüber und nicht ganz detailliert natürlich, wann, wie, wo was abgeht, einfach damit es safe bleibt. So, also brauchen wir gar nicht drum herum. Deswegen, also was du erzählen kannst, tu gerne und ansonsten denken wir uns unseren Teil. Genau, also wir werden die nächsten Tage irgendwann, werden wir natürlich wieder Richtung Grenze aufbrechen. Wir haben wieder ganz viele Spenden besorgt, haben wieder viele Pakete gepackt, Lebensmittelpakete, Care-Pakete etc. Wir haben auch wieder ganz viele Medikamente dabei. Und die werden wir quasi Richtung Kiew transportieren und werden von dort aus dann wieder die Verteilung machen. Je nachdem, wir werden dann immer abgedatet, wo es gerade am dringendsten gebraucht wird. Und man muss dazu sagen, muss natürlich auch gucken, dass wir einigermaßen sicher sind. Also wir fahren jetzt nicht direkt an die Front. Genau. Ja, bitte, bitte. Also das ist, ich glaube, wir brauchen euch alle gesund und munter wieder. Das ist klar. Ey, Jared, hast du diesmal denn wieder Westen dabei? Nein, diesmal Ah, nicht, oder? keine Beste dieses Mal. Ja, das ist auch in Ordnung. Wir haben ja schon eine Menge abgegeben, das heißt auch Update in der Richtung. Ich habe auch noch ein Video übrigens von Jared aus deinem Dunstkreis. Ein Video habe ich bekommen. Das müssen wir auch nochmal abspielen. Vielleicht am Ende von diesem Gespräch kann ich das nochmal zeigen. Auf Ja, von jeden Fall. Valeria, ja. Ganz genau. Aber du Ja. hast eh Bekannte in Kiew auch, kann das sein? Also du kennst eine Menge Leute oder du kennst einige Leute dort. Ja, ich würde sagen eine Menge, Ja. aber wir waren ziemlich oft auf Tournee da und haben viele coole Leute da kennengelernt. Ja, Und super. ein paar waren bei der letzte Streamer, der erste Streamer gemacht haben, dieser Kerl Elvis war unser Runner da und Olga arbeitet für irgendwelche Fernsehsender da. Okay. Ja, das ist der Bezug auf jeden Fall hergestellt. Was man auf jeden Fall auch sagen kann, und auch das möchte ich auch nochmal mitteilen an die Leute, die gerade zugucken und euch eigentlich auch nochmal komplett oder uns ein bisschen den Dank aussprechen, den Lob aussprechen. Wilma, wir haben ja überschlagen, ich glaube, oder auch Jared mit den Streams, die wir gemacht haben. Es ging ja eine ganze Menge auch an das Collective, aber davor haben wir auch nochmal gesammelt, Jared, für Westen und Co. Ich glaube, Genau. unterm Strich waren es irgendwie, glaube ich, 12.000, 13.000 Euro alleine durch diese Geschichte hier, also mit hinfahren und zwei Streams machen. Und das ist auf jeden Fall sehr beachtlich. Also tausend Dank dafür. Haben oder nicht, also muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und da kommt dann auf jeden Fall immer was zusammen und das ist auf jeden Fall richtig schön. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, wo die Reise hingeht, Leute. Auch noch mal kurz ja, die Erinnerung. Es fehlt natürlich jetzt an allen Enden und Ecken. Also dieser Krieg, diese Notsituation für Leute dauert weiterhin an und dementsprechend, wie es Wilma eben schon beschrieben hat, dann solange das der Fall ist, brauchen Leute Hilfe. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist es gerade einfach so, dass, naja, es ist schon so lange in den Medien, man hat nicht mehr so richtig, also ehrlich gesprochen, salopp gesagt, man hat nicht mehr so richtig Bock drauf und dann schiebt man das weg, aber es ist genau der falsche Weg. Also eigentlich muss man jetzt noch weiterhelfen und was machen. Wilma, was braucht ihr gerade? Wahrscheinlich Geld, oder? Also, was hilft? Meistens, ja, theoretisch am besten Geld natürlich, weil wir dann am spontansten auch reagieren können auf irgendwelche Geschichten. Ansonsten, Medikamente sind auch immer super. Nasen, wie ich schon gesagt habe, Nasentropfen, Augentropfen, Paracetamol etc. Vor allen Dingen aber auch Verbandsmaterial, sowas, was man den Leuten auch in die Hand drücken kann, sprich Erste-Hilfe-Kästen sind super, einfach so ein Komplettpaket. Und ansonsten alles,
was haltbare Nahrung angeht. Also klar, Dosen, Nudeln, Kaffee, Tee, Milch, also Haarmilch, keine Ahnung, zum Beispiel Frühstücksfleisch in Dosen, Knäckebrot etc. Man muss so sehen, in Kiew selber ist keine Lebensmittelknappheit, um Gottes Willen. Aber man merkt einfach, alles, was haltbar ist, ist ausverkauft. Ne? Ja. Man kann alles spenden bei mit Google Ukraine Border Collective, oder? Wie meinst du? Sorry. Ukraine Border Collective, man tippt das nur in Google und dann kommt ein Link und dann man kann was. Genau, oder Ukraine-Border-Collective.com. Genau. Okay, also weil du jetzt von Sachen sprachst, wie, also du hast ja von echten Dingen gesprochen, die kann man an euch zuschicken oder am besten, Genau, die ja, kann das man geht. uns Okay. zuschicken, zu Buba, an ihr Pflegeteam Gallus, die kann man einfach zuschicken, genau. Ey, ihr seid so Oder einfach krass. auch zum Beispiel eine Nachricht schreiben. Es gab jetzt auch eine, die hatte Pakete mit irgendwie noch übrig von ihrer Mutter. Die war leider im Pflegefall, aber die hatte da noch wahnsinnig viel Kanülen und Zeug. Also man kann auch Sachen theoretisch irgendwo abholen. Man kann es natürlich auch organisieren, dass wir irgendwo hinkommen und irgendwelche Sachen abholen. Also auch nochmal für euch oder wenn ihr Bekannte habt oder weiß nicht, Firmenchef seid oder weiß der Geier was, selbstverständlich, das kann ich auch so sagen, sind das offizielle Spenden, ne? Also wenn ihr jetzt irgendwie Geld spendet, kriegt ihr auch eine Spendenquittung. Das ist natürlich gar kein Thema. Und wenn ihr irgendwie, weiß nicht, mit einer Apotheke zusammenarbeitet oder mit einem Krankenhaus oder keine Ahnung, vielleicht werdet ihr kreativ und dann habt ihr eine Idee, wie man Support leisten kann. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, gerade dringend benötigt und Wilma und die Crew freut sich. Ja, und das heißt, es geht die Tage wieder auf Reisen. Und naja, ich wollte ursprünglich ja auch irgendwie dabei sein, muss jetzt aber sagen, dass ich gerade so mit, also ich habe irgendwie, ich bin traurig. Ich bin traurig, dass ich euch so sehe und nicht dabei sein kann, weil ich glaube, helfen ist immer eine sehr schöne Sache, auch beim letzten Trip. Das ist natürlich schwer, das Ganze irgendwie zu verarbeiten, aber dieses Gefühl, doch ein bisschen was getan zu haben, ist ein sehr positives. Und das ist wahrscheinlich auch das, was, Wilma, was dich die ganze Zeit irgendwie noch antreibt, Leuten eben zu helfen und was zu machen, weil es muss ja unheimlich kräftezehrend sein mittlerweile, oder? Bei dir? Ja, es geht schon ein bisschen so an die Substanz. Aber Ja. im Endeffekt, wenn du das dann da siehst, du kannst halt auch nicht einfach sagen, nee, jetzt tschüss. Ja. Geht nicht. Ja, also hohen Respekt an dich auf jeden Fall und cool, Julia, Jared, dass ihr dabei seid. Ich glaube, es kommt noch eine Person mit Jared, ne? Du hast noch jemanden Ja, dabei? Marika, sie wohnt auf meiner Couch hier. Sie kommt aus Sie hat keine Kiew. Wahl. Ja, und ich habe gesagt, okay, so. Und ursprünglich der Plan war, dass ich und Krugi gehen mit Wilma. Und dann hat Julia gesagt, dass sie will auch mitkommen. Und dann Krugi hat Probleme mit Arbeit. Und dann ich, Auke, und das ist keine Ausrede, aber ich hatte mein Carol, der bucht meine Shows, hat nicht gesagt mir, dass ich habe eine Show in Erfurt am Samstag und kann nicht in beide Plätze sein. Und obwohl ich bin lieber in Kiew, er hat schon den Vertrag gemacht und er ist mein Agent und er ist ganz gierig nach Geld. So sagt, okay, ich muss das machen und kann ich die Geld für die oder kann ich nach Kiew gehen. So leider ist es ein bisschen scheiße. Aber mein Mitbewohner, der wohnt auf meiner Couch, hat gesagt, okay, ich mache das für Jared. Ja, Hammer. So. So, Aber ja. Buba und nee, nicht Buba, Amy und Anja sind ja auch noch dabei vom letzten Mal. Amy ist auch im Chat übrigens, tatsächlich. Oh, Amy ist ja, Amy dabei, auch. ja. Okay. Amy, Oh, das muss ich sehr euch gut. sagen. Also erstmal schön, das ist gut, Jared, dass du das geregelt hast. Da freue ich mich. Das ist wichtig, weil es ist ja, also nicht nur, dass Leute, es gibt ja mehrere Aspekte, die wichtig sind zum Helfen. Zum einen, dass man irgendwie ein bisschen Kohle hat, zum anderen, dass man irgendwie Kohle, also auch vielleicht von anderen Leuten bekommt. Du bist ein sehr bekannter Mensch, aber Wilma sagte auch zu mir, es wird aber auch wirklich einfach, es werden auch Hände gebraucht. Also es ist egal, wie bekannt du bist, es werden auch einfach Leute zum Anpacken gebraucht und Ja, dementsprechend. man muss alles das Lebensmittel oder Foodpakete laden auf den Zug, ja? Ja, genau. Dementsprechend super gut, dass da Ersatz dabei ist. Jetzt zu Amy. Amy ist mittlerweile hier Premium-Gast im Stream. Ist immer da, also super gut. Oh, ja, Und super. jetzt sage ich euch was, ich weiß nämlich Bescheid. Es wird ein bisschen cringe vielleicht, aber Amy hatte letztens Geburtstag. Also Happy Birthday, Amy, nachträglich. Oh, alles Gute. Weiß ja Bescheid. Also Amy ist auch dabei und das heißt, wie viel, das habe ich gar nicht gefragt, wie viele Leute werden denn
insgesamt wieder unterwegs sein? Das sind ja schon eine ganze Menge. Also wir werden 5 Ladies sein, die diesmal aufbrechen. Ja, das sagt einiges aus über unsere Gesellschaft. Und das aber ist eigentlich gut so. muss ich auch sagen, also in der Ukraine selber waren wir jetzt eigentlich immer nur Ladies. Das ist auf der einen Seite beachtlich, auf der anderen Seite sehr traurig. Wo sind die Boys? Wo sind die Boys? Sehr peinlich für uns. Ja, ja. Das ist wirklich, für männliche. Das ist zu zart beseitet, die Jungs. Ich glaube, daran liegt es. Die können das nicht verarbeiten. Ja, also Chat, wenn ihr noch Fragen habt an dieser Stelle, dann gerne raus damit. Vielmehr, also ich überlege gerade, ob wir noch irgendwelche Updates schuldig sind von den letzten Sachen, aber alle wissen, dass die Westen angekommen sind von der ersten Aktion. Alle wissen, dass wir dahin gedüst sind mit dem Krankenwagen voll mit Kram. Der ist ja auch noch, ist der kaputt eigentlich? Geht der noch, Wilma? Weißt du das? Ja, geht. Ich habe ihn letztes Mal gesehen. Sie mussten natürlich die ganzen auffälligen Aufkleber abmachen, ist klar, aber der fährt durch die Gegend. Ich habe ihn gesehen. Achso, aber ansonsten können die Leute ja eh noch die Doku gucken, wa? Genau, Doku auf jeden Fall. Genau, ich würde auch noch das Video von Valeria, das habe ich vorbereitet. Das zeige ich auch gleich noch zum Abschluss, aber da müsst ihr dann nicht warten, das lasse ich einfach so laufen. Chat, wenn euch was einfällt, sagt es gerne. Ansonsten ist die Prämisse spenden, spenden, spenden. Und ja, sag mal Leute, fehlt irgendwas? Ich weiß nicht, ist es noch früh am Morgen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Keine Antwort. Ich würde sagen, dass hoffentlich ist das Krieg in 2 Wochen vorbei. Ja, ey, das ist klar. Aber wenn nicht, dann, du weißt nicht, wer es ist in Deutschland, aber in Amerika, du weißt, das Krieg in Ukraine ist vielleicht vor 6 oder 7 News Cycles raus. Und jetzt ist es Kram mit dem Januar, 6. Januar und so weiter. Mhm. Aber der Krieg geht noch. So heiß wie immer. Und ja, so vergiss es nicht. Es ist echte Leute, die leiden da und sterben da. Und ja, es ist wichtig, dass es bleibt in den Nachrichten. Und ich denke, Krogi und ich sollte nach Kiew gehen. Mhm. Dieses Mal haben wir wieder Scheiß gesprochen, aber nächstes Mal, wir machen es. Ja, müssen wir. Ich habe auch, also ja? wir sollten auch noch mal. Also, erstmal Step by Step. Wir werden, bevor ich jetzt hier zu viel äußere, was ich noch so als Ideen habe, lass uns jetzt hier gleich einen Cut machen. Das ist jetzt erstmal diese Geschichte. Super geile Arbeit von euch, Wilma, also Ukraine Border Collective. Ich war ja selber dabei, Jared und ich waren selbst dabei, wir haben es gesehen. Ihr seid sehr aufopferungsvoll, sehr hilfsbereit, sehr liebevoll und macht da vielen Leuten einfach, ja, das Leben irgendwie noch, sag ich mal, erträglich, und das ist viel wert und hilft einfach und das ist total geil und dementsprechend ist es auch Hammer, Julia, dass du jetzt mit dabei bist und eben ein paar andere Leute auch Bock haben und Jared hat vollkommen recht, wir werden diesen Gral auch nicht abgeben oder diesen Kelch, sondern werden das irgendwann auch auf jeden Fall mitmachen und ja, es bleibt einfach nur vollste Bewunderung auszusprechen und zu sagen, geil, dass es solche Leute gibt wie euch eben, das ist Hammer und ich hoffe, dass das auch andere Menschen jetzt, die zugucken, die vielleicht dieses Video bei YouTube sehen, sagen, ey, das ist schon krass, das sind echte Leute, das ist keine große Organisation, wo ich nicht weiß, wo das Geld hinkommt, wo einfach viel für Verwaltung drauf geht, sondern die Menschen wollen einfach helfen, das ist gerade einfach eine große Sache für die und die fahren dahin und du kannst dieses Geld nehmen, diesen Menschen geben und es wird einfach direkt umgewandelt in Hilfe und das ist vielleicht eine schöne Message und dementsprechend solltet ihr das vielleicht nochmal überlegen, ob ihr vielleicht nochmal einen Zehner überhaupt. So, ich muss es auch nochmal überlegen. Und es wird wirklich alles in Einkäufe gesteckt. Also in Einkäufe und Transport. Keine Verwaltung. Und Krogi, wie gesagt, du weißt, ich weiß nicht, was, wenn man gibt Geld zu einer Wohltätigkeit wie Rote Kreuz oder was, ja, wie viel kommt als Administration Cost oder CEO oder was. Und mit, was ich liebe von Ukraine Border Collective, es gibt keine Administrative Cost. Ja. Es ist nur, das Geld geht direkt an die Leute. Und wir sind da und sehen, dass es geht. Es gibt keine Administrative Cost. Jeder, der arbeitet, ist als Volunteer. Mhm. Ja. Und so, das einzige Geld, das geht nicht direkt an ukrainische Leute, ist das Diesel, das zu fahren und das Zugticket. Ja. Und sonst ist alles direkt an Ukraine. Ja, schöner Hinweis, auf jeden Fall. Also, bis auf Transportkosten, und das geht ja auch nicht anders, sonst werdet ihr schon arm. Niemand mit dem Nachnamen Trump auf the Board of Directors. So, du weißt,
Ja, okay, vielleicht auch noch heute. Naja, Wilma Trump wäre schon ein bisschen funny, muss ich sagen. Aber, aber das dein Haar sieht ein bisschen ähnlich aus. Nein. Stop. Nein. Wir haben einen guten Absprung, Absprungspunkt, glaube ich, gefunden. Also, dieses Video lade ich bei YouTube hoch. Teilt das gerne, liebe Community. Ich werde es auch gleich ins Discord reinstellen. Ne, das Teilen ist auf jeden Fall wichtig. Und auch wenn ihr, was auch, glaube ich, hilft, wenn ihr dieses Video seht oder diesen Stream seht, haltet mal euer Handy drauf, macht mal eine Instagram-Story und sagt, ey, diese Leute sind gerade irgendwie gerade im Gespräch. Und dann verlinkt ihr das Ukraine Border Collective. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Also einfach proaktiv ein bisschen was sagen, ein bisschen was machen. Ich glaube, das hilft immer. Und dann kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen Geld zusammen, was ja ganz schön wäre. Ich werde auch versuchen, meine Instagram-Reichweite zu nutzen und auch das alles bei mir auf Instagram zu zeigen. Geil. Super. Ja, unsere kleine Judith ist ein Influencer. Ja. So. Die größte hier in der Runde. Sag einmal kurz deinen Instagram-Namen, Julia. Nummer eins, ja. Julia, Hüss, H-Y-S, nur drei Buchstaben meinem Nachnamen. Julia Hüss. Julia_HYS. Kann man ja wohl eben machen. Ist ja wohl easy. So, und dann machen wir das. Okay, ihr Lieben, vielen Dank. Bevor wir das jetzt lange ins Schwafeln überlaufen lassen, wir haben eine schöne, straffe Inforunde gemacht, das gefällt mir. Ich lasse jetzt noch das Video laufen von der Valeria, aber vorher schmeiße ich euch raus. Ja? Oh, ist das in Ordnung? Oh, ja, ich krieg das, ich sag's euch, ich krieg das technisch nicht anders hin. Es tut mir leid. Ich kann euch das nicht zeigen und dann kriegt ihr nichts mit. Deswegen, ja, es geht nicht anders. Es tut mir leid. Aber ihr könnt ja im Stream sehen, wenn ihr wollt, das Video. Okay. Muss ich irgendwas zu diesem Video wissen? Kann ich da alles zeigen? Ist das gefährlich? Das ist nur sagen, was ist passiert nach unserem letzten Besuch an der Grenze. Okay, also aus Ihrer Sichtweise. Okay, ich bin gespannt. Ihr Lieben, vielen Dank. Und Jared, ich freue mich, dass wir uns bald sehen. Ich weiß nicht, wann ich sagen darf, aber ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen. Oh, ich denke, es dauert nicht lange. Ja, super gut. Okay. Alles klar, ihr Lieben. Schönen Tag, vielen Dank und gute Fahrt. Ja? Tschüssi. Tschüss, Mädels. Danke, Kirgi. Sehr gerne. So, jetzt schmeiße ich mal alle raus. Sekunde, raus. So, jetzt bin ich wieder da. Cool, das ging doch ganz gut ab. Ihr habt es verstanden, ihr Lieben. Also Hilfsaktion für die Ukraine. Da gibt es viele, viele Schnittstellen, viele Verbindungen. Jared kennt da Leute. Julia hat ihre gesamten Angehörigen dort und fährt demnächst halt mit. Und Wilma ist einfach ein herzensguter Mensch und ist sehr aufopferungsvoll gerade dabei am Helfen. Jetzt werde ich euch noch zwei Links rausgeben und die einmal in den Chat schreiben. Zum einen ist diese Doku über den letzten Trip auf meinem YouTube-Kanal. Und es ist ein bisschen banal, wenn ich sage, ich lade dieses Video auf meinem YouTube-Channel hoch und mache jetzt Werbung für meinen YouTube-Channel. Geht wahrscheinlich nicht so gut auf. Aber vielleicht habe ich Glück, dass ihr es noch nicht gesehen habt. Und dementsprechend, hier ist der Link für die Doku. Ich baller die einfach mal ein paar Mal hier rein. Könnt ihr euch mal bookmarken und einfach sagen, okay, wenn ihr es jetzt nicht schafft, guckt ihr ein andermal an. Die dauert 22 Minuten und wurde sogar von der Prominenz himself geschnitten. Das finde ich richtig geil. Bobby, Be Tight hat es geschnitten. Und schaut da gerne drauf. Und jetzt gebe ich euch noch den Link, der viel wichtiger ist, nämlich vom Ukraine Border Collective. Und ihr merkt es, mir ist es auch wichtig, dass da noch ein bisschen was passiert, weil es einfach gute Leute sind, die da was machen. Und das kommt, falsch. Und das ist eben dieser Link. Ja? So, jetzt habe ich hier alles zugespammt. Chat, könnt ihr mir eben ein Lebenszeichen geben? Einmal eine 1 im Chat, wer noch da ist. Amy fährt auch mit, ihr wisst Bescheid. Ja? Klar gibt es BeTight noch. Guter Mann. Selbstverständlich. Da kommen die Einsen rein. So, und jetzt bereite ich es mal vor mit Disclaimer. Also, wir haben von der Valeria, das ist, ja, also ich zumindest einen Kontakt von Jared, die uns ein Update gegeben hat. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was jetzt in diesem Video passiert. Dementsprechend, das sind ja Leute, die tagtäglich mit, ja, die im Krieg leben. So. Das heißt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir Verwundete sehen oder so. Aber ich möchte einen Disclaimer geben, dass es halt nicht von mir geschnitten ist, sondern weil ich einfach so aus Schutz, ne, so rechtliche Schutzmaßnahmen, sondern dass es einfach jetzt reinkommt von der Valeria und für die Inhalte,
dieses Videos sind die Menschen, die das geschnitten haben, selbstverantwortlich. Ich glaube, das ist ganz gut, das einmal noch mitzuteilen. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob das hier alles funktioniert. Und zwar hier so. Yes, das ist das Video von ihr. Und ja, gucken wir mal. Chat, schauen wir uns das an. Das dauert 5 Minuten. 5 Minuten einmal. Willst du kurz Clips verbieten, falls was drin ist, was nicht archiviert werden sollte auf Twitch? Ja, das will ich. Das ist eine sehr gute Idee. Wie mache ich das? Kurz Clips verbieten, wobei ich will es auch so hochladen. Also wenn ich jetzt sage, dass das deren Inhalt ist, glaube ich, bin ich cool, oder? Also da werden jetzt ja wohl keine verfassungswidrigen Zeichen drin sein. Also, nee, komm, wir haben auch nichts. Das ist, Internet, du hast schon recht. Ich gehe mal kurz auf Twitch und guck mal, wo ich Clips verbieten kann. Das ist vielleicht ganz gut. Ich kenne mich da nicht aus mit Twitch. Ja, ich weiß. Ich weiß. Egal, komm, feuer es ab. Das wird ein Update sein. Das wird schon okay sein. Also Chat, ready? Ich hoffe, man kann es hören. Moment. Hi guys, hope you are well. I am at custom now and meeting our humanitarian cargo. So I'm a bit busy, I'm so sorry for this. I want to say a big thanks for all the helmets and all the bulletproof vests which you donate for us. It really matters a lot. For this moment we still need helmets and vests because our army become much bigger than it was before war and there is not enough. Also das ist Valeria, ne? Das ist sozusagen die, hört ihr mich? Das ist die Kontaktperson von Jared. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die zueinander stehen, also was da, woher die sich kennen und so, aber das ist halt die kennt Jared halt und sie lebt halt wo auch immer in der Ukraine. Da müsste Jared jetzt was sagen, das kann ich leider nicht sagen, aber auf jeden Fall war sie mit sozusagen dabei als für diese Westenaktion, dass du sie einordnen könntest. Stuff for everyone. It's a big problem because, for example, we had army around maybe 2,100 people, but now it's 2 times more. You know, that's why the problem with equipment is so big. Also die Armee sozusagen, ja, das Militär hat sich vergrößert und denen fehlt halt Equipment, so das ist logisch. And now few happy boys wanna say thank you to all of you for their new helmet and vests. Thank you, Jared and Krogi. This helmet as well as the body armor is going to be handed. Oh Gott, das ist aber auch wirklich rührend, das zu sehen, ey, wirklich. Das ist wirklich rührend, das zu sehen, wenn man einfach so ein bisschen mithilft. Also wirklich krass. Auch wenn der Grund todtraurig ist, ja. Aber dass man jetzt so ein Video kriegt, ey, danke Jared, das ist ja wirklich krass. To a soldier who is discharged from the hospital. Also für Soldaten, ja. Aber was sie sagt, die vorm Krankenhaus stehen und dort in charge sind. Thank you. Glory to Ukraine. Hello from Ukraine. I'm a sergeant of the National Guard of Ukraine and I want to thank Jared and Krogi and everyone who donated to support us. Soon I'm going to be discharged from the hospital after being wounded and will reunite with my guys at the battlefield to defend my country. Es ist einfach, ey, das sind hoch emotionale Videos gerade. Es ist wirklich krass. Und vor allen Dingen der gute Mann, der sich einfach gerade bedankt, dass er unterstützt wird. Wo ist er wohl? Ich meine, was ist das da auch für ein... Oh, jetzt habe ich hier gerade einen Werbescreen vor meinem Bildschirm. Moment, das muss ich einmal wegklicken. Auch dieses Bildchen, das scheint ja von einem Kind zu sein. Ach, das ist crazy. Thank to you. Now have a brand new bulletproof vest. Olga and Lara will send it to me once I'm out of here. Thanks again and glory to Ukraine. Slava Ukraini. Thank you very much for this incredible helmet, for this armor, and all equipment what you send us. Oh Gott, ey, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, dass du da die Leute siehst und wie er da gerade im Wald steht
Oder Chat? Also das ist doch wirklich, wenn du überlegst, dass wir das so als Dulli-Support irgendwie gemacht haben und jetzt stehen da die Menschen und du siehst wirklich, das meine ich damit. Das meine ich damit, das ist kein Shit, das wird einfach geholfen und das ist krass, das ist da wirklich krass. Auch wenn es bei anderen Sachen natürlich komplett um humanitäre Sachen geht und jetzt, wenn die ins Krankenhaus supporten, ist das auch natürlich humanitär so, aber crazy. And it's really also mich bewegt das sehr, mich bewegt das sehr, das zu sehen, muss ich sagen. Das meine ich mit crazy. Da fehlen mir die Worte. Help us in war in Kharkov. Дякуємо вам за все, що ви зробили для нас, але нам все ще потрібна ваша підтримка та допомога. Also, ich kann halt nicht sagen, was die Leute sprechen, so. Also ich kann es nicht übersetzen. Und ich möchte mal kurz sagen, für die Inhalte, wie gesagt, sind alle verantwortlich, die das Video produziert haben. Ich gebe es gerade nur wieder. Ich hab's vielleicht vorher mal angucken sollen. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, was noch passiert, aber weil es jetzt ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Aber wir warten einfach mal ab, Chat. Das ist halt so. Hi guys, thank you very much. Now I get my equipment, body armor and a helmet. In a few days I must go to the front. Was ist denn das bitte für ein, was ist das für ein Bild? Hat er kriegt das Strichmännchen da einen Pfeil ins Gesicht? Frontline, but there are many guys in the frontline without the armor. Please help us to win fucking Russia. We are the world, we are the freedom. Thank you very much. Slava Ukraine. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Er bedankt sich für die Hilfe und sagt, die bräuchten noch ein bisschen mehr. Ja, okay. Geht auf jeden Fall wieder weiter in die Richtung. And now how our defenders training. Also wir kriegen Training-Szenen. Also gleich wird's. Okay, ich nehme an, es wird gleich laut, Leute. Ich mach mal ein bisschen leiser, weil die werden ja wahrscheinlich entweder jetzt ein bisschen. Also, wie soll ich sagen? Ich glaube, es wird geschossen, ehrlich gesagt, im Training. Oh Gott, es wird super laut. Ich mach's ein bisschen leiser. Okay. I will show you a few videos. I did it by myself when I was in Gostomel. Gostomel is a place like 10 kilometers from Kiev. Full Minus More hat auch nochmal geschrieben, ich habe gerade 20 Euro gespendet, hoffe es hilft. Danke, dass all die anderen helfen. Ey, ich danke dir. Super cool. So close to our capital and there was occupation around 3-4 weeks and after our army gets there and get out Russians from this place I come and make this video. Just look at this place, they destroy everything. Kurze Frage von Snake Girl. Ja, man kann auch spenden. Ukraine Border Collective heißt die Website. Oder, also das sind halt die Leute, die ich kenne, mit denen wir was gemacht haben und wo es jetzt auch gerade dieses Update gibt, auf jeden Fall. Und Dragonly, danke für deine 11 Monate Abonnement. Jetzt gibt es noch ein paar Bilder. Es ist allerdings April. Ja gut, es sind schon ein paar bisschen ältere Bilder. Aber der Schaden ist jetzt ja nicht weg. Im Gegenteil. Ich finde, so mit so einer Privatcam gefilmt haben die noch eine ganz andere Wirkung. Also es ist wirklich unfassbar. Also we need always drones, night vision devices, thermal imagers. Ey, das ist so absurd, ne? Was sie gerade sagt. Ey, übrigens, so im Nebensatz. Übrigens, wir brauchen auch noch Drohnen, Nachtsichtgeräte. So ein Zeugs, das ist wie aus einem ganz, ganz schlechten Science-Fiction-Buch.
ganz schlecht. Ey, es ist wirklich ganz, ganz schlecht. Also wer, also ich, mir fallen nur dumme Sprüche. Ich, es ist einfach traurig. And all kind of military stuff. So if you wanna help us, we are so happy and we'll show you the results. Hi guys. Okay, das war das Video. Krasses Ding. Da ist nichts funny dran, gar nichts. Aber was halt cool ist, dass man sieht, dass ja, das ist funktioniert. Das ist funktioniert, das macht das wirklich. Respekt an Jared, dass das mit den Westen und Helmen geklappt hat. Also wirklich oberkrass. Und an Wilma natürlich für die anderen helfen. Und die seht ihr noch in der Dokumentation. Das war jetzt ein neues Video eben von der Valeria. Wahnsinn. Mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Und ich glaube, ich möchte auch diesen Stream an dieser Stelle als Update beenden. Denn es ist alles furchtbar, schrecklich und Hilfe wird weiterhin benötigt. Und dementsprechend sollte es auch nur jetzt ein Update sein, was abgeht, damit ihr wisst, wie der Stand ist, auch mit eurer Kohle, die ihr hier reingepackt habt in den Support. Ja, und jetzt gucke ich nochmal kurz in den Stream, ob es weitere Fragen gibt, weil das letzte Wort sollte natürlich ihr haben, ehrlich gesagt. Ein paar Wortmeldungen gibt es, die natürlich nochmal untermauern, wie schrecklich das alles ist. Das ist klar, das ist... Es ist auch gut, dass ihr das schreibt. Jared, Amy und Ukraine Border Collective. Yes. Kannst du eventuell einen Link posten mit dem Spendending? Ja, selbstverständlich. Und zwar hat das gerade Claire schon gemacht. Das ist, achso, aber ich kann Links posten. Das ist tatsächlich diese Seite, Ukraine Border Collective. Und mir, ja, ich wiederhole einfach nochmal, was Jared eben auch gesagt hat. Was halt wundervoll toll ist, an den Leuten, dass sie helfen, ohne eine größere administrative Ebene. Das bedeutet, es gibt kein, also von jeder NGO, da gibt es ja irgendwie eine administrative Ebene, für wo irgendwie ganz viel Geld verschluckt wird. Verwaltungskosten kann man das, glaube ich, nennen. Und das gibt es jetzt hier nicht. Das heißt, das Geld wird direkt investiert, 1:1, in Lebensmittel, Hilfsgüter, medizinische Versorgung und so weiter und so fort. Das Einzige, wo Geld sozusagen verpufft, ist eben sind die Kosten für den Transport. Also anders geht es ja auch nicht. Also sonst kommt das Zeug da auch nicht hin. Sprich für Kraftstoff. Aber ansonsten kommt es halt an und das finde ich halt krass und ich habe mich davon selbst überzeugen können. Und ja, wahnsinnig gute Leute. Also, Chat, irgendwelche Fragen noch? Ansonsten würde ich es gerne hier beenden und lade dieses Video bei YouTube hoch. Teilt gerne auch nochmal, sofern ihr Bock habt, auf euren Social-Media-Kanälen die Links zum Ukraine Border Collective. Ich glaube, das ist cool. Dann überweise ich gleich mal 20 Euro. Mega geil, Snake Girl. Richtig, richtig stark. Super Support. Und damit kann man vielleicht noch ein bisschen was bewegen. Ich weiß, dass alle etwas müde sind. Zu Recht. Zu müde sind vom Spenden und hier soll man was machen und da soll man was machen. Und da geht die Welt eh noch kaputt, klimamäßig und so. Es ist überall relativ viel. Aber ich glaube, wenn man jetzt Menschen hilft, tut man nichts Schlechtes. Oder ist es auf jeden Fall gut, kommt das Geld gut an. Yo, Chat, jetzt nochmal eure letzten Worte. Man darf nicht müde werden. Ja, korrekt. Pi Viertel schreibt auch, ich werde gleich auch noch eine Spende rausschicken. Super, Leute. Ja, ist alles klar. Eine Minute noch. Irgendwas? Keine letzten Worte, einfach schlimm. Gemeinsam können wir mehr erreichen als andere. Messi, ihr seid toll, fühlt euch umarmt. Cool. Wir sehen uns heute Abend wieder. Ich mache einen Drumstream. Es wird getrommelt. Quasi Kontrastprogramm. Nämlich einfach den Kopf leer haben und Musik hören. Und dann sehen wir uns heute Abend. Und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Alles Liebe und denkt an die Website ukraine-border-collective.com. Ich werde jetzt die YouTube-Aufnahme beenden, das mache ich jetzt. YouTube, gerne das Video teilen, gerne kommentieren und Daumen nach oben geben. Alleine für den Algorithmus, damit dieses Video vielleicht nochmal mehr gesehen wird. Das fände ich ganz cool. Also YouTube, tschüssi.